Vorletzte Disziplin im Siebenkampf ist der Speerwurf und da haben wir jetzt die Gruppe B einmal im Einsatz. Es wird danach erst die Gruppe A starten und Sarah Lager gehört zur Gruppe B. Interessanterweise, der um 100 Gramm schwerere Speer liegt ihr besser sogar als die 500 Gramm. Sehr teuer, einmal 44,5, einmal 41,80 geworfen. Der erste geht nicht ganz an die 40 Meter. Ihr Wunsch wäre, so 45 Meter zu erreichen. Das wäre überragend. Aber da haben sich bis jetzt noch fast alle schwer getan im ersten Versuch. Da ist sie mit ihren knapp 40 Metern. 39,17 sind es genau. Sogar an dritter Stelle nur Kasiana von Skute mit 46 Metern deutlich voran. Na, auch die Reaktion ist schon, das war es noch nicht. Geht sicher noch mehr. Auch hier gibt es drei Versuche für die 16-jährige Kärntnerin. Wenn sie so an die 45, 46 Meter herankommt, dann wird zweiter Versuch im Speerwurf für Sarah Lager. Der erste war noch knapp unter der 40-Meter-Marke. Da war sie nicht zufrieden. Und das war schon viel, viel besser. Wohlgemerkt, das ist der 600-Gramm-Speer, mit dem die 16-Jährige praktisch nie trainiert. Aber sie kommt gut zurecht damit. Die Umstellung ist nicht so mühsam wie etwa beim Kugelstoßen. Und das war jetzt ein schon sehr, sehr erfreulicher Versuch. Und damit kann man wirklich sagen, auch im sechsten von sieben Bewerben erbringt die 16-Jährige unter diesen neuen Umständen eine tolle Leistung. Das sind 42,38 Meter für Sarah Lager und damit das Plan soll, 5.800 Punkte zu erreichen. Schon jetzt wieder in Reichweite. EM-Limit, da müsste sie noch. Kämpfer und Siebenkämpferinnen, das gehört mit dazu. Aber und während deine Männer da jetzt einfach eine Pause machen, sind die knallharten Frauen natürlich weiter am Speer werfen, muss man schon einmal sagen noch. So schaut's aus. Marie Klaub, zweiter Versuch und die hat 47,32 Meter schon im ersten Versuch geworfen. Eine absolute Speerwurf-Spezialistin, die Athletin aus Estland. Damit ist sie in dieser ersten Gruppe, die wirft, die aktuell auch beste. Gruppe A mit den absoluten Topstars und auch mit Ivona Dadic wirft dann im Anschluss. Also vielleicht ersparen sich die, sollte es besser werden wieder vom Wetter, sogar den Regen. Distanz, nicht, wo haben wir sie? Noch immer nicht bekannt gegeben. Auch Marie Klaub wartet noch. Unter dem Schirm, der hoffentlich noch dicht hält, die ganzen Speerwerferinnen. Inklusive Sarah Lager. 45,96 Meter, nicht ganz so weit. So, ganz aktuell Wetterbericht, also die Veranstalter hier rechnen damit, dass schon in 10, 15 Minuten eine deutliche Entspannung einkehren könnte, will heißen gar keinen Regen oder sehr, sehr wenig. Ja, da könnte man ja jetzt auch bei den hartgesottenen Damen, die vielleicht unterbrechen. Die haben das nicht notwendig. Kommt schon die nächste zum Speerwurf. Das bisschen Wasser. Alina Fjodorova lässt uns nicht im Regen stehen, sondern wirft den dritten Durchgang, der allerdings zu kurz. 31,71 im ersten Versuch, dann ungültig für die Ukrainerin. Ist das allerdings deutlich unter ihrem Speerwurfniveau. Wie ist das rutschtechnisch, Thomas? Du bist ja der Speerwerfer, ehemaliger. Ja, ist leider auch. Kann das gefährlich werden, wenn man dann irgendwann einmal wegrutscht mit dem Bremsbein?
mit dem sogenannten Bremsbein. Mit dem Bremsbein weniger. Na, da weißt du ja, da haben wir unten auch Nägel. Das ist ja das Einzige bei den Würfen, dass man da Nägel dran hat. Und zwar auch hinten, damit man schön ansetzen kann. Also quasi auch, Sie sehen es da mal ganz kurz. Aber der Griff ist auch, die Kordel, die wird nass und die wird dann zum Problem. Wenn der Speer jetzt da auf dem Rasen landet, dann wird die Kordel nass und rutschiger. Da kann man dann auch nicht mehr wahnsinnig viel reparieren mit Magnesium etc. Herr Michel Zeltner, das hat man gesehen, noch sehr unerfahren im Speerwurf, mit wenigen Schritten Anlauf. Hier kommt es dann nicht zu dieser intensiven Abbremsung. Kam auch nur knapp 29 Meter im ersten Versuch. Ellen Sprunger, ihre Teamkollegin, da schon mindestens 10 Meter weiter mit dem ersten Versuch. Sprunger 37,43 Meter, dann 38,61. Dabei dürfte es, glaube ich, geblieben sein. Ja, momentan nimmt der Regen zu. Also 38,61 Meter kommen in die Wertung. Die Schweizerin kann sich ins Trockene flüchten. Das halbe Feld der ersten Gruppe ist noch einmal dran, auch Sarah Lager. Herda Miller-Koch ist die nächste. 34,55. Ja, ideal ist das natürlich jetzt auch nicht für eventuelle Topleistungen. Der erste Band, das wir hier sehen, ist die 40-Meter-Markierung. Also deutlich kürzer auch wieder die US-Amerikanerin. Sarah Lager auf Platz 7 in dieser Gruppe mit ihren 42,38 Metern. Schon wieder in guter Gesellschaft. Der dritte Versuch knapp kürzer als der erste. Auch so kommt man sich näher. Sarah Lager kann da wirklich aus nächster Nähe mit den Top-Athletinnen diesen Wettkampf erleben, sicher auch sich sehr viel abschauen. Im Speerwurf gar nicht, denn da ist sie schon sehr gut. Hunoma Osasuba. In die Nähe der 40-Meter-Marke, aber da war sie schon zweimal. Zum ersten Mal in Götzis dabei und dann gleich unter erschwerten Bedingungen. Für Osasuba gab es jetzt dreimal Würfe, genau 38 Meter weit. Der erste war noch um ein paar Zentimeter besser. Nächste ist die Vorgängerin in der Startreihenfolge von Sarah Lager. Das heißt, auch die Kärntnerin wird in Kürze unter diesen Bedingungen teilnehmen. Austrauskoite zum 9. Mal schon ist die 36-jährige Litauerin mit dabei in Götzis. Hat schon 46,38 Meter weit geworfen. In vielen Disziplinen ist die ehemalige Top-Siebenkämpferin nicht mehr so stark wie vor Jahren. Speerwurf läuft ganz gut. Da war noch ein Stück weiter. Die 47,32 Meter von Marie Glaub sind jetzt in Gefahr, was die Bestleistung betrifft, den Bestwert. Skuite, die schon 52 Meter weit geworfen hat vor Jahren. Da so im Bereich 48 Meter. Wohl zustechen mit dem Speer. 47,77 Meter. Noch einmal eine Steigerung für die Litauerin. Ja,
Das wäre doch auch noch was für Sarah Lager. Noch ein paar Meter dazu zu ihren schon guten 42,38 Meter. So, dann nach diesem Wurf hat sie nur noch die 800 Meter zurückzulegen. Dann hat sie 6 Bewerbe abgeschlossen. Sarah Lager aus Kärnten. Und das war wieder ein sehr guter, braver Wurf. Wird in den Bereich der 42 Meter etwa hinkommen. Und schnell wieder unterschlüpfen. Ja, sie steigert sich sogar um noch einmal 10 cm auf 42,48 Meter. Die Reaktion besagt, es hätte ein bisschen mehr sein dürfen. Aber das ist wohl der Ehrgeiz dieser höchst talentierten Athletin. Sie kann damit absolut zufrieden sein. Die persönliche Bestleistung natürlich, weil sie ja noch keinen Siebenkampf mit den Gewichten der Erwachsenen bestritten hat. Während wir hier Anna Maywald sehen, kann ich Ihnen soweit einmal als Hochrechnung mitgeben. Sie müsste, nämlich Sarah Lager, 2 Minuten 10 Sekunden laufen über 800 Meter, um das EM-Limit 5.900 Punkte für Amsterdam zu erreichen. Also durchaus vergleichbar mit der Geschichte vor 4 Jahren mit Ivona Dadic. Realistisch sind die 2.10 für Sarah Lager nicht drinnen. Das dürfen wir von ihr nicht verlangen. Also es wird im Bereich 5.800 plus gehen. Und damit hat sie das gesteckte Ziel, das sich vor dem Wettkampf sie gemeinsam mit Georg Werdner benannt hat, auf jeden Fall erreicht. Jessica Selinker mit 34 Jahren, nach 2 Jahren wieder mal in einem Siebenkampf tätig. Da merkt man, dass auch für sie natürlich nicht so einfach ist, einfach zurückzukehren. Ehemalige Weltspitzenathletin steigert sich jetzt zumindest auf 43,73 Meter. Das alles eben im Vergleich mit der jungen Sarah Lager absolut messbar jetzt, wenn sie mit denselben Geräten arbeiten muss. Heikkinen war das, die Finnin liegt hinter Sarah Lager in der Gesamtwertung. Jana Maksimova, ihre Bestleistung stammt von den Olympischen Spielen in London, 6.198 Punkte. Ja, das heißt, sie bräuchte für ein Olympia-Limit 2 Punkte mehr, ist aber nicht mehr ganz in der Lage, diese Leistungen zu erbringen. Fehlt ihr gut 150 Punkte auf die Bestmarke. Der Sperrwurf war gut, 45,80 im ersten Versuch. Die nächsten beiden kamen da nicht mehr heran und sie macht auch ganz bewusst diesen Versuch ungültig. Erspart das Messen. Zwei Athletinnen gibt es noch. Dann haben auch die Speerwerferinnen Pause. Zumindest der erste Teil des Feldes, das immer noch sehr groß ist. Sie haben nur Sindirole da jetzt und Morgan Lake aufgegeben an diesem zweiten Tag. Also immer noch mehr als 30 im Wettkampf. Das ist enorm. Schweizerin Carolina Gnu bleibt bei 41 Metern. 46, ja, die hat schon die 50 Meter herangeworfen. Sicher nicht, was sich Anglu da erwartet. Auch die bleibt zum Beispiel hinter Sarah Lager. Beste in diesem Feld, Austra Skuite mit 47,77.
gefolgt von Marie Klaub, 47,32 Meter. Und die Estin beendet Teil 1 des Siebenkampfspeerwurfs mit ihrem letzten Versuch und der Chance, da noch in Führung zu gehen. Wieder gut. Das schaut richtig flüssig aus und damit ist der erste Teil des Speerwurfs vorüber. Es wechselt mit dem Regen, jetzt ist es etwas weniger geworden, aber immer noch sehr nass. Und der Trainer, die Bewegung fast mitmacht mit seiner Athletin. Es sind 45,11 Meter. Tolle Serie. Es bleibt aber beim ersten Versuch in der Wertung. Und das sind dann schon die Athletinnen der zweiten Gruppe, die sich schon langsam bereit machen und wohl auch bald loslegen werden. Wird natürlich dann noch eingeworfen.